Ja? Wenn wir nicht zu müde sind. Schlafen wir eben nachmittags ein bisschen. Na, bei dem Wetter. Tschüss. Tschüss. Psst. Vorsicht. Alles in Ordnung. Tschüss. Anneken, aufstehen, der Hahn hat gekräht. Bis jetzt habe ich nur dich gehört, Paul. Wie spät ist es denn? Gleich 7:30. Oh, gerade mal 6 vorbei, das ist ja rücksichtslos. Ich will schlafen. Es ist herrlich heute. Ich war schon über 1 Stunde im Wald und habe Rehe fotografiert. Du hast ja selbst im Urlaub Hummeln. Und die Jungs freuen sich doch drauf. Na, hast du gut geschlafen? Nein. Warum denn nicht? Ich hab geträumt, zu Hause geht alles durcheinander. Das sieht dir ähnlich. Ne? Da verreisen wir endlich mal in unserem Leben und du träumst von zu Hause. Ja, lass mal, Anneken. Jetzt gehen wir schön wandern. Nein. Mir tun noch die Füße von gestern weh. Geh du mal allein. Fritz und Hanna wollen doch auch mitgehen. Na, hast du ja jemanden. Oh, ohne dich ist das doch nichts. Ach. Ja. Was du nicht sagst. Übrigens. Zwischen Fritz und Hanna spinnt sich was zusammen. Du spinnst dir was zusammen. Und die passen prima zueinander. Paul, wenn der Kuckuck schreit, ist nicht allemal gleich Sommer. Wie ich den Fritz kenne. Den kenne ich doch wohl besser. Du wirst sehen, wir feiern hier noch Verlobung. Du hörst selbst das Gras wachsen. Morgen. Morgen. Das sind die schön. Danke. Die sind aber nicht von mir. Von wem dann? Morgen. 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 Ja, schon ausgeschlafen? Hör mal, Paul, wir Bäcker sind doch früh aufsteher. Mein Mann, der denkt immer, er verpasst was. Kann doch sein. Als Rentner muss man die Zeit nützen. Oh. Man hat uns beide bedacht. Fragt sich nur, wer. Soll nur ein kleiner Trost sein für die anstrengende Wanderung gestern. Und eine Aufmunterung für die heutige. Nee, ich mach heute einen Ruhetag und sonne mich. Richtig, das mache ich auch. Gleich nach dem Frühstück ziehe ich mich um.
Ja, da guckst du, Paul, was? Na ja, bleiben wir eben alle zusammen auf der Terrasse. Hm? Richtig. Machen wir einen Ruhetag. Nee, nee. Ihr beide habt's euch vorgenommen. Geht mal auf. Weißt du was, Paul? Geh mal angeln. Na, das ist doch eine gute Idee. Was sollen wir denn im Urlaub mit Fischen? Na, erstens beruhigt das Angeln die Nerven. Und zweitens lassen wir die uns abends braten. Ja. Na dann, Petri, heil. Petri, dank. Er stammt aber nicht von mir. Das glaube ich, Paul. Als ob dir jetzt welcher bekommen würde. Ein Gläschen werden Sie mir doch nicht abschlagen, Frau Schmidt, was? Fritz, ich staune. So kenne ich dich ja gar nicht. Tja, danke, Kollegin. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Na, du, Geburtstag? Nee, Urlaub. Das wird für ein Kreislauf sein. Ja, eine richtige Ruderpartie tut es auch. Ich komme gerade vom See her. Aber meine Frau zum Bahnhof rübergerudert. Alle Achtung! Ihre Frau ist wohl verreist? Sie ist zur Stadt, kommt heute Abend zurück. Und jetzt werde ich mich ohne Angst vor den Kalorien ans Frühstück machen. Fräulein? Gehen Sie doch mit angeln, Herr Enderle. Heute steht eine Radtour auf dem Programm. Dazu kriege ich meine Frau ohnehin nicht. Nun aber Prost! Worauf denn? Muss doch einen Anlass haben. Ja, also... Auf unseren Urlaub. Weiter nichts? Das hörst du doch nun, Paul. Auf Ihr Wohl, Herr Göhler. Und dass ihr viele Fische fangt. Und heute Nachmittag gehen wir alle in die Försterei Kaffee trinken. Abgemacht, Herr Schmidt. Vielleicht gibt's hier Regenwürmer. Ach, wir angeln mit Teig. Du, sieh mal, was ich gefunden habe. Was denn? Eine Brieftasche. Ja. Wem gehört sie denn? Warte mal. Mensch, du, die gehört dem Enderle. Oh, der kann sich ja gratulieren, dass wir angeln sind. Bringen wir sie ihm gleich zurück, ja? Warum denn? Er ist doch Radfahren, hat Zeit bis mittags. Oder zieht's dich so zu deiner Hanna? Das klingt vielleicht albern. Aber ich meine, ist das sich verlieben können? An ein Alter gebunden? Ich glaube nicht. Wenigstens, dass man vorsichtiger wird. Sicherlich. Andererseits, sehr genaues Prüfen erfordert sehr viel Zeit. Das kenne ich aus der Buchhaltung. Ich bin bald 50. Jetzt ist es vielleicht schon zu spät. Irgendwie erinnert mich die Hanna sehr an meine Frau, so ihr Äußeres. Sogar ihr Gang. Ach, aber vielleicht ist das alles sowieso lächerlich. Wieso denn? Na ja, der Jüngste bin ich nicht mehr und der Schönste auch nicht. Ihr passt doch gut zusammen. Meinst du? Fuß beißen. Aber dann ist sie auch wieder ganz anders als meine Frau. Das muss ja so sein. Trotzdem. Wann weiß man wirklich, wie der andere ist? Sie kennen Herrn Göhler gut? Ja, ist ein alter Kollege von meinem Mann, wie man sich da so kennt. Ich mag ihn. Ich würde ihn heiraten. Das müssen Sie entscheiden. Und er? Ich kann ihm ja schließlich keinen Heiratsantrag machen. Na, warum nicht? Das ist doch heutzutage modern. Ich möchte keine Enttäuschung erleben. Muss sie ja nicht gleich heiraten. Allerdings, wenn sie dir was bedeutet, dann musst du es ihr auch zeigen. Verloben zum Beispiel.
verloben? Oder soll das nur ein Abenteuer sein? Nein, nein. Wenn man 6 Jahre Witwer ist, hat man das Alleinsein über. Bei meinem Jungen, da bin ich auch nicht mehr gern gesehen, seitdem der verheiratet ist. Seine Schwiegermutter wohnt bei ihnen und wir sind uns nicht grün. Dann heirate wieder. Das Zimmer habe ich bereits durchsucht. Genau? Ich mache alles genau. Außer einem Knopf meines Vorgängers habe ich nichts gefunden. Aber heute früh hatte ich die Brieftasche noch. Die Katze wird sich freuen. Ne? Nee, hast du die gefangen? Nein, ich habe sie nur gefüttert. Jetzt habe ich selber Hunger. Der Enderle. Wir haben seine Brieftasche gefunden. Der Enderle! Oh, nee, auch. Aber nicht naschen, ne? Das Stück. Sie war fast unter das Bodenbrett gerutscht. Mein Rat war nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Kollege. Tja, aber ich hatte gestern 200 Mark von der Post geholt. Was ich beweisen kann. Die lagen heute Morgen noch drin. Das kann ich beschwören. Und jetzt? Sind es nur noch 50. Ich habe die Brieftasche so eingesteckt, wie ich sie gefunden habe. Ihr Kollege Schmidt, der war dabei. Ja, das stimmt. Aber 150 Mark fehlen. Das ist ja ein Ding. Ja, wollen Sie denn etwa behaupten? Ich behaupte nicht, ich stelle nur fest. Aber hören Sie mal, ich glaube doch nicht. Bei uns ist noch nie was weggekommen. Am besten wir klären das in meinem Zimmer. Ja, allerdings, als er sie aufhob, habe ich nicht hingesehen. Aha. Was heißt du hier, aha? Bitte, Kollegin. Ich habe Paul, ich meine Kollegen Schmidt, sofort gerufen. Ja, das hat er. Zu der Zeit hatte ich ja noch nicht mal nachgesehen, wem die Brieftasche gehört. Das habe ich erst gemacht, nachdem Paul dabei war. Stimmt's? Ja, das stimmt. Genau. Trotzdem. Was heißt trotzdem? Sie verbirgen sich da. Man hat doch Menschenkenntnis. Menschenkenntnis? Meine Herren, ich arbeite in der Materialbeschaffung. Sagt Ihnen das was? Menschenkenntnis. Was gehen mich Ihre schlechten Erfahrungen an? Ich habe jahrelang mit ihm im gleichen Betrieb gearbeitet. Und darum bürge ich für ihn. Können Sie das? Können Sie das wirklich? So, jetzt habe ich aber genug. Zeigen Sie mich da an, da steht das Telefon. Rufen Sie die Polizei, ich will das geklärt haben. Aber nicht doch, bitte. Hier, da untersuchen Sie meine Sachen. Lassen Sie den Unfug, da drin steckt das Geld bestimmt nicht. Wenn Sie den Kollegen Göhler verdächtigen, ist es vielleicht doch das Beste. Verdächtige, wo ich nichts beweisen kann. Oh nein, die 150 Mark sind meine Strafe fürs Verlieren. Außerdem bin ich um eine Enttäuschung reicher. Wenn das nichts ist. Mahlzeit, meine Herren. Ja, aber das heißt ja trotzdem, dass wir das Geld haben. Oder? Die werden auch denken, wer morgens Sekt trinkt, braucht mittags Geld. Ach, Gerede. Gerede ist schlimmer als eine Gerichtsverhandlung. Dort muss die Schuld bewiesen werden. Vor dem Gerede die Unschuld. Das wären die beiden Männer schon. Mein Paul ist doch genauso verdächtig wie Herr Göhler. Warten wir es ab. Was sollen wir abwarten? Dass einer dem anderen beweist, dass er lügt? Das kann keiner. Also bleibt es an Fritz hängen. Vielleicht brauchte er wirklich Geld. Ja, glauben Sie denn, dass er es genommen hat? Sind Sie so sicher? Bei meinem Mann ganz sicher. Die Verführung ist groß. Haben Sie immer alles abgegeben, was Sie gefunden haben? Nie Geld behalten, dass man Ihnen so viel rausgegeben hat? Nein, niemals. Verwundernswert. Vielleicht hat der Wind das Geld weggeweht. Es war windstill. Oder es hat schon ein anderer die Brieftasche vorher ausgeraubt. Jedenfalls kommen wir so nicht raus aus der Geschichte. Tja, wie dann? Ich weiß auch nicht. Aber mir wird schon was einfallen.
Also jetzt wollen wir uns zumindest nicht die Urlaubslaune verderben lassen. Ja, das finde ich auch. Was schleppt der Affe auch sein Geld mit sich rum? Paul! Naja, ist doch wahr. Wie die mich alle angucken seit vorhin. Keiner guckt. Wer bekommt das Hähnchen? Ja, ich bekomme es. Bitte schön. Die anderen Gulasch. Ja? Guten Appetit. Dankeschön. Mir hat's den Appetit verdorben. Ach was. Ihr haltet mich doch hier alle für einen Dieb. Also ich nicht. Nein, Herr Göhler. Ich weiß, dass Sie das Geld nicht genommen haben. Danke. Aber damit ist auch nichts gebessert. Das finde ich auch. Entschuldigt mich. Was ist denn? Mir ist nicht gut. Hanna. Herr Göhler. Sie glaubt mir auch nicht. Vielleicht hat's der Enderle selbst. Das beweis ich mal. Genauso wenig kann er euch was beweisen. Du hast recht. Nur die Ruhe bewahren. Ja. Zur Försterei, wie abgemacht. Meinst du, Fritz geht mit? Ja, dann kümmere dich doch mal um deinen Freund. Herein. Was machst du denn da? Fahr. Das kommt gar nicht in Frage. Was meinst du denn, ich laufe hier weiter Spießruten? Nur wenn du fährst, dann ist das wie ein Schuldbekenntnis. Du hast doch sowieso in aller Augen. Aber wenn du fährst, dann verfolgt es dich bis in den Betrieb. Ich werde es verschmerzen können. Nein, das kannst du nicht. Hör mal, wir beide haben nichts zu verbergen, nicht aber uns selbst. Du hast es doch gar nicht gesehen, als ich die Brieftasche fand. Wir gehen jetzt in die Försterei. Wie abgemacht. Aber ohne mich. Ich fahre. Fritz, dabei bleibt's. Ich denke, wir gehen zur Försterei. Zieh doch nicht so ein Gesicht, Fritz. Die Sache ist doch ausgestanden. Ausgestanden? Ja. Pass auf, Enderle sieht sein Unrecht ein und er entschuldigt sich bei dir. Der doch nicht. Du wirst es erleben. Nur lach mal. Nimmst du alles so leicht? Schade um jeden Tag, den man sich verderben lässt. So darfst du das nicht sehen. Genau so. Schade um jeden Tag. Mich beschäftigt das noch wochenlang. Wenn das nicht doch noch mit einer Verlobung endet, gerade deswegen, das verbindet. Freu dich, wenn du recht hast. Ich sagte doch, ich sehe das Geld als Finderlohn an. Was soll das? Ich liebe keine faulen Tricks. Mir die 150 heimlich ins Nachttischfach zu schmuggeln. Und wer soll das getan haben? Weiß ich doch nicht. Und warum legen Sie es dann auf unseren Tisch? Irgendwo muss ich es ja hinlegen. Da liegt's. Oje. Wer hat mir das angetan? Moment mal, Herr Enderle. Warum legen Sie denn das Geld nicht auf Ihren eigenen Tisch? Ja, vielleicht war es gar nicht in Ihrer Brieftasche, sondern von Anfang an in Ihrem Nachttischkasten. Nein, so kommen Sie mir nicht. Ich bin ein gewissenhafter Mann. Ich würde schon aus Vorsicht kein Geld im Nachttisch liegen lassen.
Außerdem war mein Geld neuer. Na, genauso wie Sie andere ehrliche Menschen verdächtigen, verdächtige ich jetzt Sie, sich geirrt zu haben. Nur nicht den Mut haben, es zuzugestehen. Das verbitte ich mir. Bitte, bitte, Kollegin. Sie wären nicht der Erste, der immer nur Recht behalten will und dabei nur rechthaberisch ist. Also wenn die 150 Mark jetzt plötzlich wieder da sind? Es sind aber nicht meine. Dann werde ich die Scheine an mich nehmen, bis sich der Besitzer meldet. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldige, dass es zu spät geworden ist, aber ich war noch im Café und beim Friseur. Und dann habe ich mir noch den Mantel gekauft. Bin ich hübsch? Betty, wovon hast du ihn bezahlt? Na, von dem Geld, was ich mir heute Morgen aus deiner Brieftasche genommen habe. Aber das habe ich dir doch gesagt. Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung. Komm bitte, Betty. Das war Rettung in höchster Not. Und darum spendiere ich jetzt Ihrem Tisch eine Flasche Sekt. Bravo! Von den 150 Mark, die jetzt herrenlos ist? Oh. Nein, lieber nicht. Der Besitzer meldet sich schon noch. Ja, wenn er sich meldet. Komm, setz dich zu uns. Also keine Widerrede. Du bist auch ein Leidtragender des heutigen Tages. Einen Moment. Auf dass der Rest des Urlaubs besonders schön wird. Also, du hast ihm das Geld hineingelegt. Ich hatte es schon befürchtet. Ich wollte dir helfen. Ach, helfen. Du hast gedacht, ich hätte es genommen. Ich wollte die Sache aus der Welt schaffen. Und deinen Verdacht da drin, den hättest du damit auch aus der Welt geschafft. Ich wäre damit fertig geworden. Ich verstehe. Nichts verstehst du. Ich wollte dir helfen. Meine Frau hätte mich erst gar nicht verdächtigt. Deine Frau ist 6 Jahre tot. Langsam musst du dich daran gewöhnen, dass andere anders sind. Und wenn ich mich nur nicht daran gewöhnen kann? Dann gefällt dir an mir nur, was dich an sie erinnert. Fritz, das ist mir zu wenig. Aber ich kann da auch nichts dafür, Hanna, dass ich sie dauernd noch vor Augen habe. Aber ich bin ich. Und du musst mich so nehmen, wie ich bin. Ich kann nicht nach einem Maßstab leben, den du dir aus verklärter Erinnerung zurechtmachst. Was heißt denn aus verklärter Erinnerung? Du betrügst dich selbst. Du würdest auch mich betrügen. Mit einer Toten? Ja, gerade das. Dagegen käme ich nie an. Schade, Fritz. Lassen wir es lieber. Besser so für uns beide. Mach's gut. Hanna. Ich möchte bloß wissen, wer die 150 Mark ins Schubfach gelegt hat. Na, wer schon? Die Hanna. Das wäre aber ein großer Liebesbeweis. Da ist der Fritz ja zu beneiden. Na, dann beneide ihn.